bin kaputt. Vom Hochklettern. Moin! Herzlich willkommen. Neuer Vlog Nummer 13. Es geht um unser Hoffest. Der Hof wird immer sauberer. Bierbude steht schon da. Maschinen sind alle schön sauber. Im Laufe des Tages oder vielleicht auch erst morgen kommt noch eine Wurstbude. Die wird dann dorthin gestellt, wo jetzt der Gabelstapler steht. Und ja, dann ist für Speis und Trank gesorgt. Kaffeekuchen wird es geben, ein bisschen Musik und ja. Angefangen hat es damit, dass wir da hinten die ganzen Stühle und Bänke geholt haben mit einem Frontlader und mit einem alten 8-Tonner. Gestern haben wir schon hier den Garten ein bisschen schier gemacht. Da kann ich ja mal... Da haben wir mit 4 Leuten das Sonnensegel hinten aufgestellt und einen neuen Zaun zum Nachbarn jetzt auch installieren lassen. Die Trecker, den Drescher und Maschinen. Dahinter hier um die Ecke steht noch ein Trecker, steht noch unser Köckerling-Grubber. Sind alle schön sauber. Und heute haben wir ja Donnerstag. Samstag ist unser Hoffest, das heißt morgen ist auch noch ein Tag. Und Samstagvormittag auch. Da werden wir die Maschinen alle schön akkurat hinstellen, richtig schön zur Schau stellen, noch Mulde hinterhängen. Unsere Drillmaschine haben wir ja in der Maschinengemeinschaft, die haben wir jetzt nicht extra geholt. Aber ansonsten werden wir alle Maschinen einmal so zeigen, die wir jetzt in den letzten paar Jahren gekauft haben, da wir auch kein Hoffest nichts gemacht haben. Das heißt, alles quietscht noch ziemlich und ja, hiermit ölen wir den ganzen Kram einmal. Und nebenbei ist Friedrich auch noch dort hinten am Maisblindstriegeln gerade. Den wollen wir da nämlich einmal hinschalten. Da steht nämlich mein Kollege. Jo, danke. Hier bin ich auf unserer Fläche mit Friedrich am Maisblindstriegeln. Friedrich ist unser Helfer in der größten Not. Wir sind ja voll am Aufräumen, Vorbereiten, alles fürs Hoffest. Aber das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Und ja, hier ist quasi wie beim Getreide, wie beim Ackerbohnen-Blindstriegeln, überall das Gleiche wichtig. Du hast deine Kultur im Boden. Jetzt hier der Mais, der ist auf knappe 5 cm tief. Und mit dem Striegezinken wollen wir die Kultur, den Keimling, das Korn, je nachdem wie weit die Kultur entwickelt ist, natürlich nicht berühren. Und so stellen wir die Maschine jetzt auch ein, dass der Striegel schön im Boden eingreift, die ganzen Härchen, Beikrautkeimlinge rauszieht, aber ja, unser Mais keinen Schaden hinzufügt. Wir haben einen 12 Meter Striegel und ja, Mais legt man in einem Reihenabstand von 75 cm. Wir haben keine Doppelreihe. Dementsprechend müssen wir immer die Reihen zählen. Das kann man hier ja, einigermaßen gut erkennen. Wenn man jetzt in eine neue Bahn reinfahren möchte, muss man sich die Maiszahlen so zurechtzählen, dass man insgesamt 16 Reihen mitnimmt. Das heißt, hier haben wir eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und dann noch 8 weiter. Das heißt, rechtes Treckerrad rechts neben der Spur, linkes Treckerrad links neben der 9. Spur, so dass wir Spur 8 und 9 genau zwischen uns haben, beziehungsweise unter unserem Trecker. Und dann haben wir die schönen 16 Reihen Mais, also 12 Meter Striegelarbeitsbreite, perfekt überfahren. So, hier habe ich mal nach dem Mais gebuddelt. Wie ihr seht, der fängt jetzt erst an zu brechen, beziehungsweise den Keim rauszudrücken. Dieser Korn ist gerade eben erst gebrochen. Das heißt, wir müssen hier noch nicht wirklich aufpassen, nicht dolle aufpassen mit unserem Striegel. Das Wichtige ist nur, dass wir dann auch einmal nach unserem gestriegelten Bild auch noch einmal buddeln. Da haben Friedrich und ich hier schon ordentlich rumgewühlt wie die Wildschweine und haben den Mais gesucht. Ja, findet man ja auch nicht immer direkt. Wichtig ist halt, dass man die Reihen wirklich zählt und mit dem Trecker nicht auf einer Reihe fährt, weil wir dadurch unseren Keim einen mitgeben würden, beziehungsweise unserem Mais und den Aufwuchs ein bisschen einschränken würden. Und wenn wir denn das erstmal mit der Hacke durchfahren wollen und alle anderen Reihen schon weiter sind und diese eine Reihe, wo wir mit dem Trecker rübergefahren sind, dementsprechend unterentwickelt ist,
Ja, dann würden wir diese auch zuschütten mit der Hacke. Und das ist ja quasi das, was ich schon oft gesagt habe, was man verhindern möchte. So, und damit war es das schon erstmal hier wieder zum Blindstriegeln vom Mais. Und damit wieder zurück zu dir auf den Hof. Ah, jo, da sind wir wieder. Leider hatte die Verbindung wohl ein paar Probleme. Wir haben einen Tag verloren. Wir haben Freitagvormittag jetzt. Plan hat sich ein bisschen geändert. Ich fahre jetzt los zum Blindstriegeln. Carsten, Christopher und Co. sind noch weiter hier am Hof vorbereiten. Bierwagen ist gestern noch gekommen. Der neue Roder auch. Dann wollen wir endlich mal anfangen, wa? So, das hier ist jetzt meine letzte Fläche, die ich hier gerade am Striegeln bin. Guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Wenn ihr auf die Stützräder von dem Striegel anguckt, wie weit die wegsacken. Das ist hier wirklich Asche, auf der ich unterwegs bin. Das Maiskorn, ich habe auf jedem Schlag nochmal geguckt, muss man auch immer, ist zum Glück überall in der feuchten Erde. Um die 5 cm tief, alles genauso weit gekeimt wie das, was ich euch gestern gezeigt habe. Ja, ich fahre hier jetzt mit meinen 12 km/h. Das ist ja das Schöne beim Blindstriegeln, man kann schön Geschwindigkeit fahren. Und ja, jetzt warten wir noch knappe Woche. Kurz bevor der Mais rauskommt, fahren wir noch ein zweites Mal mit dem Striegel rüber. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Spuren vom Striegel, diese Stützrädespuren hinten sieht. Weil das ist genau die Bahn, wo ich dann beim nächsten Mal reinfahre. Und ja, anschließend warten wir darauf, dass der Mais rausguckt aus der Erde. Und dann können wir es erstmal mit der Hacke reinfahren. Das war es jetzt aber erstmal soweit vom Blindstriegeln. Und dann geht es wieder zurück auf den Hof. Also, bis später. Jawohl, der Tag der Tage ist gekommen. Wir haben Samstag, jetzt kurz nach Mittag. Ich glaube, 1 Uhr, halb 2, irgendwie sowas ist jetzt. Ja, und der Hof ist soweit fertig vorbereitet fürs Hoffest. Ab 17 Uhr, 16 Uhr kommen so die ersten Gäste, da gibt's Kaffee, Kuchen. Ja, und dann ist Open End, ne? Hier ist die Bierbude. Pommes und Wurst gibt's da. Das gute Makita-Radio läuft schon. Hier haben wir unsere neuen Maschinen, die wir jetzt in den letzten paar Jahren, wo wir neu rein investiert haben, mal zur Show gestellt. Den 6250 ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ne? Guckt euch das mal an. Richtig rausgeputzt. Alles haben Carsten und Christopher gemacht. Mann, 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 die haben richtig schöne Arbeit hier gemacht. Von innen die Kabinen richtig sauber, alle Scheiben. Christopher hat seinen Trecker sogar fast poliert hier. 6215, da gehe ich jetzt mal nicht rauf, der sieht genauso aus. Von innen genauso schier zurecht gemacht. Das hier ist unsere Lametec-Mulde. Wir haben noch einen Lametec-Tandem-Kipper. Aber wir haben uns jetzt nur dafür entschieden, die Mulde hier hinzustellen. Ja, und was ihr da hinten seht, ist unser neuer Ruder. Wir haben ja dieses Jahr einen neuen Zweireiher-Ruder gekauft. Der alte, der steht dort hinten noch um die Ecke. Ich werde hier jetzt gar nicht so viele Daten dazu sagen, beziehungsweise gar keine, weil ich darüber noch ein extra Video machen möchte, ne? Neue Maschine, da muss ein extra Video zu sein. Ich mache hier jetzt nur einmal eine kleine Rundtour. Gehe einmal kurz mit euch oben rauf. Da steht noch der alte Einreiher. Und genau, ein richtiges Video mit Daten dazu und ja, noch einen besseren Durchgang zeige ich euch dann. Ein andermal. So, ich gehe mal mit euch hier einmal hoch. Ja, eigentlich wie jeder normale Ruder auch, ne? Hat einen 6,5 Tonnen Bunker. Aber na gut, ich will. Ich sag nichts weiter. Der Hof wurde mehrfach sogar gefegt, weil immer mal wieder, wenn einer gefegt hat, das war dann auch einmal ich, habe hier vorne was geladen, dann habe ich wieder ein bisschen Dreck gemacht. So, wir haben uns von den Feuerwehren aus der Umgebung die Tische und Stühle geliehen. Da habe ich ja euch schon gezeigt, wie wir die geholt haben. Hier geht es in unsere Kartoffelhalle. Hier heilt das alles ein bisschen, haben wir Kaffee, später kommt dann noch Kuchen. Mein Kicker.
So. Das hat hier wohl Carsten vergessen. Und ja, hier werde ich heute so einige Leute abziehen. Ich will nicht übertreiben, aber bin schon ganz schöner Boss da drin, muss ich schon sagen. So, hier haben wir in unserem ersten Kühllager, da ist unter anderem auch unsere Speisekartoffel drin. Haben wir auch unser Getränkelager. 4 Grad haben wir hier. Das ist so unsere Kiste, die hier sowieso immer steht. Schön ein paar Fassbier. Brause, Schnaps haben wir nichts gekauft. Wer Schnaps haben will, muss sich selber was mitbringen. Da gibt es jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Hate in den Kommentaren, aber so ist das bei uns. Kleine Feuertonne hier, noch mit so ein bisschen Restholz. Und ja, da seht ihr auch schon unseren Drescher und unseren großen Ackerschlepper hier. Und ja, mit dem sind wir immer mit unserem Kückerling-Grubber in Gange. Habt ihr ja bestimmt auch schon mal so das ein oder andere TikTok oder Instagram-Reel gesehen. Von dem schönen Gespann hier, der Quattro 460. Manchmal wird das ein bisschen eng, dann müssen wir da ein bisschen Luft runterlassen. Dann fahren wir so auf 0,8 bis 1 Bar. Und ja, ganz zur Not, ich weiß nicht, hier muss man auf dem Acker halt die Rundumleuchte anmachen. Dann kriegt man nochmal 20 PS mehr. Und dann kriegt der das auch locker gezogen. Ne? Gar kein Problem für den. Hier haben wir unsere Getreidehalle. Der erste Abteil hat einen Sumpf mit drin. Hinten haben wir vier Zellenlager. Und da steht auch die Berechnungstechnik drin. Da wurde ja auch schon ein paar Mal angefragt, ob ich dazu nicht ein Video machen kann. Wie gesagt, das kommt alles. Das hier ist nur so eine Mini-Hoftour. Das hier war früher alles mal Kuhwiese. Hier unter den ganzen Solarplatten ist unser alter Kuhstall. Ja, und dieser ganze Bereich, da konnten früher unsere Kühe drauf laufen. Wir haben aber vor 10 Jahren mit Kühen aufgehört. War auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht so meins. In der Ausbildung das gehabt und vorher immer die tägliche Arbeit. Und halt leider irgendwie die fehlende Wertschätzung, auch im Sinne vom Gehalt. Großen Respekt an euch Milchbauern, aber das war nichts für mich. Hier haben wir unseren neuen Drescher, T560i. Den haben wir hier auch noch schön hingestellt. Dort geht es in die alte Kartoffelhalle. Hier vorne haben wir noch ein paar unsere älteren Trecker hingestellt. Wie gesagt, wir haben ja jetzt nur erstmal die neuen Dinger richtig sauber gemacht. So, und hier stehen noch die älteren. Und da kommt gerade Christopher. So, aber das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt. Ich bin kaputt. Vom Hochklettern.